Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play The Chant. Monroe Anton lebt. Er lebt immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie viele hundert Jahre möglicherweise der jetzt schon alt ist, denn die Prismenwissenschaften hat er studiert und ist mittlerweile eins mit ihnen geworden. Und wir sehen, was es aus ihm gemacht hat, nämlich ein Monster, ein noch ärgeres Monster, als er bisher schon war. Und wir wissen, was diese Gestalten, diese Kreaturen aus dem Nebel mit uns machen. Und er ist jetzt das lebende Beispiel dafür. Wir haben in der letzten Folge schon gegen ihn gekämpft. Dann hat er seinen eigenen Enkel umgebracht, um die Maske zu erlangen. Und ich glaube, der Kampf geht jetzt in die zweite Runde. Da vorne ist er nämlich. Folge Hannah zu Anton. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal durchkommen können in diese Dinger hier. Nee, können wir nicht. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Wir haben zumindest mal zwei Feuerpeitschen. Das ist nicht viel, aber immerhin besser als nix. Mal gucken, womit wir da es zu tun haben werden. Vielleicht können wir ja reden. Und sie beten ihn an, die Kultisten da unten. Ich bin zurückgekehrt. Das Prisma läutet eine neue Ära ein. Sieh nur, das Licht der Reflektoren. Damit kontrolliert er sie. Wenn wir sie neu ausrichten, greifen sie ihn an. Das hoffe ich. Versuchen wir es. Wie ich sehe, haben wir Gäste. Diese zwei da. Tötet sie! Ja, das sind die Gärtner. Oh je, Mini. So, was haben wir denn da? Ein bisschen Ingwer. Das ist, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Den fressen wir gleich mal. Den Reflektor abnehmen. Ja, geht das denn so einfach? Ach du Kacke. Okay, das geht alles andere als einfach. Unglaublich, dass wir keine sind. Ich krieg's Pilz. Wenn du in einer Nebelzuflucht stehst, wird deine Psyche wiederhergestellt. Aha, das ist aber auch neu. Dein Schmerz wird mein Vermächtnis dünnen. Und wie lange müssen wir da halten? Ha! Eine ganze Weile. Okay, wie sieht's aus, wenn wir die Stasis nehmen? Und dann vielleicht das Ganze mal versuchen. Ah, scheiße, der bringt uns einfach um da hinten. Der bringt uns einfach um da hinten. Eieieiei. Okay, also das müssen wir aber genau planen, was wir da tun. Das müssen wir aber ganz genau planen. Vielleicht ist sogar nicht gut, wir nehmen die Stasis, sondern wir nehmen vielleicht eher... Hoppla. So, geht die Zimmer bespringen. Wir nehmen vielleicht eher das Zurückstoßen. Vielleicht hilft das ja was. Oder wir nehmen die Stasis genau dann, wenn wir vor dem Ding stehen. Meine Prismen sind mein! Nämlich genau jetzt. Das gibt's ja nicht, oder? Das gibt's ja nicht. Eine kurze Sekunde waren wir davor, den ersten Reflektor zu deaktivieren. Aber das ist ein guter Plan. Das ist definitiv ein guter Plan. Das ist, hoppla, das ist definitiv ein super guter Plan. Wir müssen das bestimmt ein paar Mal machen. Also ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinbekommen werden. Aber ohne hier Ressourcen zu verschwenden, wäre das perfekt. Unglaublich, dass wir Freunde sind. Ich krieg's Pilz. Und das Lustige ist, der bringt den selber um. Und let's go. Bring mir meine Prismen zurück. Sehr gut, der erste wäre weg. Ich zerquetsche dich. So,
So, was gibt's denn jetzt hier für schöne Dinge? Cool, cool, cool. So funktioniert das nämlich. Und da können wir uns endlich mal ein bisschen ausrüsten. Gott sei Dank. Deine Zeit ist um. So, da kann er eh nichts tun. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da können wir uns endlich mal ein bisschen ausrüsten. Na, Gott sei Dank. So. Können wir was herstellen auch? Tatsächlich, die Feuerpeitsche können wir herstellen. Oder so eine Bombe, aber ich glaube, die bringt uns jetzt nichts. Machen wir lieber erstmal die hier. Ja, ja, komm nur mit deinem doofen Strahl. Da kannst du mal eh nichts anstellen. Okay, und es geht weiter zum zweiten Reflektor. Oh je, Mini. Meine Schwester hol ich mir auf. Boah, die bringen sich da tatsächlich selber um. Guck mal, der bringt die tatsächlich selber um. Ich schicke deinen Körper in den Kosmos. Aber uns leider Gottes auch. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade gespeichert wurde. Ich hoffe sehr. Nicht, dass wir da immer permanent alles nochmal machen müssen. Das wäre ziemlich doof, aber wer weiß. Vielleicht müssen wir nochmal alles machen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird gespeichert nach dem ersten Durchgang. Nein! Wir müssen alles nochmal machen. Ich will nicht. Wir hatten so schön alles beisammen. Wir hatten so schön alles beisammen. Vom Nebel! Na, das hat ja super funktioniert. Wir hatten so schön alles beisammen gerade. Warum denn? So eine Scheiße. Aber das zweite ist easy. Das zweite ist easy. Wir müssen ausweichen und der Kristall macht dann den Rest für uns. Ach du Kacke. What the fuck? Was ist das für eine Mission? Bitteschön. Unglaublich, dass wir Freunde sind. Ich krieg's Pilz. Bringt noch nix. Wir sind deine Familie. Weil wir könnten natürlich auch einfach warten, bis der die erledigt. Das ist dann Plan B. Und das wird er früher oder später mal. Das ist ein faules Spiel. Es sind nämlich nur noch zwei. Ah, doch nicht. Dein Irrglaube ist erschöpft. Und da hat er uns direkt. Also das ist definitiv auch nicht die richtige Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dass wir immer wieder diese Zwischensequenz überspringen können. Also die Speicherpunkte sind schon ein bisschen komisch gelegt, muss ich zugeben. Aber man hätte mal ruhig auch sagen können, man macht das nach der Zwischensequenz. Ich habe ihn ja eh schon einmal darauf fliegen sehen. Das reicht ja, glaube ich, fürs Erste, oder? Und dass wir auch jedes Mal alle Schritte nochmal machen müssen, ist auch ein bisschen krass. Dein Irrglaube ist erschöpft. Unglaublich, dass wir Freunde sind. Ich krieg's Pilz. So, komm. Nein! Komm mit uns! Komm, töte deine Mannschaft, töte sie. Oder sie tötet uns. Okay, ich habe das Gefühl, das wird eine lange Folge werden. Von einem Bosskampf in den nächsten. Wir könnten die natürlich niederprügeln, aber das bringt uns nichts. Das bringt uns alles nichts. Das bringt uns tatsächlich alles nichts, denn wir brauchen die Ressourcen. Hundertprozentig. Es tut mir leid, Freunde, das wird lange dauern. Die Geistfresser werden sich ewig an dir laben. Yeah.
Komm! Deine Energie wächst mehr. Ich werde richtig wütend gerade. Das gibt's ja nicht. Ja, ja, komm, schweb noch mal in den Raum hier rein, du Idiot, du. Wie kann denn der überhaupt noch leben? Ganz ehrlich, der Enkel ist ja schon 50. Wie alt sollte dein Großvater dann sein? 130 oder was? Dein Retreat ist hiermit vorbei. Halt den Mund. So. So macht man das nämlich, Freunde. So wird das erledigt. Mein Retreat ist vorbei. Du kannst mich mal. Oh, warte mal. Da kommt er nochmal mit seinem komischen Laser. Und trifft uns sogar auch noch, der blöde Wichser. Schließ dich dem Prismen an! Na gut, das heißt, wir müssen jetzt wieder was herstellen. Ich nehme alles, was wir hier so auf Lager haben. Das ist nur ein kleiner Teil der Prismen. Und er hat nur einen einzigen Teil der Prismen. Wer weiß, was der mit dem anderen Scheiß noch so anstellen kann. So, weiter geht's in Runde 2. Du Insekt! Oh je, Mini. Oh je, Mini! Und wir fangen wieder von vorne an. Liebe Freunde, ich glaube, ich mache das offscreen. Ich glaube, das hat so keinen Sinn. Das hat definitiv so keinen Sinn und ich bin wirklich, das muss ich erstmal zugeben. Wir können das Ganze mal kurz überspringen. Und dann gehen wir hier kurz in die Pause rein. Ich bin wirklich ein bisschen schlecht drauf, weil mich das stört. Es stört mich nicht nur in diesem Spiel, aber es stört mich generell. Es ist ein Bosskampf, das ist klar. Aber es bringt mir als Spieler nichts. Und ich glaube, es bringt auch dem Entwickler nichts oder dem Spiel nichts, wenn man den Bosskampf von Anfang an immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder starten muss. Ein Bosskampf ist darauf ausgelegt, dass er über mehrere Etappen geht und dass das eben dauert eine Weile. Aber wenn wir immer wieder von vorne beginnen müssen, obwohl wir eigentlich die erste Etappe schon geschafft haben, bringt das nichts. Wir müssen jedes Mal das hier nochmal machen. Wir müssen jedes Mal alle Ressourcen nochmal sammeln, nur damit wir da drüben dann drauf gehen. Das bringt nichts. Ich muss das offscreen machen und wir sehen uns dann nach einem kurzen Schnitt wieder, wenn wir den Trottel da besiegt haben. Scheiße. Liebe Leute, wir sind wieder hier nach einem kurzen Schnitt beim dritten Checkpoint mittlerweile und ich hab's tatsächlich hinbekommen mit ein bisschen Probieren. Ich glaube, um die Viertelstunde sowas hat's jetzt gedauert. Ein paar Mal musste ich nochmal neu laden, aber es hat dann schlussendlich funktioniert. Wir sind beim dritten Checkpoint, beim dritten und letzten Checkpoint. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht genauso wie ich das Problem haben, hier nicht so einfach durchzukommen. Liegt natürlich einerseits daran, dass wir auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Das ist hier der Magister. Und ich muss nochmal sagen, ich find's wirklich, wirklich schade, dass sich der Entwickler da entschieden haben, das Ganze nochmal von vorne zu starten. Wenn man selbst hier beim letzten nochmal drauf gehen sollte, muss man von ganz von vorne anfangen. Finde ich wirklich, wirklich schade. Ich hätte das eher lieber gesehen, wenn du sagst, okay, du hast einen Abschnitt geschafft und startest dann in den nächsten quasi wieder rein. Wenn du dort verrecken solltest, hast du dann quasi das erste erledigt und musst den zweiten nochmal machen. Es ist definitiv alles andere als leicht, aber mit ein bisschen Austricksen funktioniert das Ganze. Vor allem, wenn man das erste Mal geschafft hat, ist das zweite easy, wenn nämlich der sich drehende Kristall kommt, muss man einfach nur dem irgendwie ausweichen und der killt dann seine eigenen Leute. Ich habe es probiert, es spawnen irgendwann mal welche nach, man hat dann also nicht unendlich lange Zeit. Es spawnen irgendwann mal neue Gegner, sollten alle getötet sein, aber man hat auf jeden Fall genügend Zeit, um den Kristall umzustoßen. Und genau dasselbe haben wir hier hinten nochmal. Ich habe die Stasis benutzt, um die Gegner zu verlangsamen. Einer ist noch übrig geblieben, habe den Kristall jetzt hier in der Hand und jetzt werfen wir den gemeinsam um. Das wirst du noch büßen! Ich gehe niemals zurück!
Anna, wir sollten los. Ich weiß. Doch vorher retten wir noch Kim. Ich weiß jetzt wie. Beeilen wir uns. Wir haben, was wir brauchen. Okay. Wohin jetzt? Wir gehen wieder zurück zum Retreat, oder wie? Wir müssen zum Kreis zurück. Ich muss das Ritual vorbereiten. Okay. Aber können wir langsam machen? Der Kampf war echt super anstrengend. Sorry. Ich will einfach nur noch weg. Wir können Kim retten. Und vielleicht auch noch die anderen. Die anderen retten? Wir drei sind am Leben, Hannah. Konzentrieren wir uns auf Kim und hauen ab von hier. Ihr geht's gut. Es ist fast geschafft. Und es ist natürlich die Frage, ob wir die anderen überhaupt noch retten können, denn ich glaube, von denen ist nicht mehr viel übrig, wenn ich ehrlich bin. Und ich hoffe nur, sie dreht jetzt nicht auch noch durch. Denn wie das endet, wissen wir ja. Wir haben es bei Sunny gesehen, wir haben es bei Maya gesehen. Oh je. Weg, 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 weg. Wenn ich mich so anstelle, ich stelle mich nicht an. Ich würde nie etwas tun, was dich verärgert. Oh, wo geht's denn dahin? Oder müssen wir dahin? Ich weiß es gar nicht. Ist das der richtige Weg? Nee, ich glaube nicht. Gut so. Ja, nochmal ganz kurz, um das nochmal aufzufrischen, was wir jetzt gerade eben gesehen haben bei diesem Kampf. Er ist... Okay, die kommt gerade. Er ist definitiv lösbar. Man muss ein bisschen rumspielen. Man könnte theoretisch die Gegner, auch wenn man in einem nicht so harten Schwierigkeitsgrad spielt, denke ich mal, auch mit dem Feuer... oder mit irgendwelchen anderen Waffen bekämpfen, aber ich habe das mal mit Absicht nicht gemacht, weil ich denke mal, der große, große Bossfight wird noch kommen. Wir haben bis jetzt in jedem Kapitel einen Bossfight gehabt, ob das jetzt gegen Sunny war, ob das gegen Maya war, ob das jetzt gegen ihn hier war, wird wahrscheinlich auch im nächsten Kapitel noch ein Bossfight kommen, denn ich glaube noch nicht, dass es das jetzt gewesen sein mag und wir jetzt hier von der Insel verschwinden, deswegen habe ich mir gedacht, wir werden erstmal die Ressourcen sparen, aber mit diesem Kristall konnte man die Leute hier schon ein bisschen austricksen, die Mutanten, die Kreaturen von der anderen Welt. Es hat halt ein paar andere Läufe gebraucht. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass man leider immer alles nochmal spielen musste. Also selbst wenn man vom dritten Checkpoint, vom dritten Teil stirbt, wenn man beim dritten Teil stirbt, muss man von neuem beginnen, also quasi wieder beim ersten Teil mit der Zwischensequenz, mit allem drum und dran. Finde ich ein bisschen scheiße gelöst. Das hätte man ruhig ein bisschen anders machen können, dass man wirklich sagt, entweder man fängt nach der Zwischensequenz an, damit man den nicht jedes Mal überspringen muss, oder man hat wirklich den ersten Teil geschafft, dort gibt es einen Checkpoint und dann kümmert man sich um den nächsten, vielleicht ein bisschen schwieriger gestalten dann die Level und dann quasi von Checkpoint zu Checkpoint hätte mir weitaus besser gefallen, aber naja, wir müssen mit dem klarkommen, was wir hier haben und das war, wenn wir sterben, den kompletten Bosskampf nochmal neu machen müssen. Naja, jetzt haben wir es hinter uns immerhin, aber ich denke mal, ein Bosskampf wird noch kommen, im nächsten Kapitel vermute ich und immerhin, wir sind jetzt halbwegs gut gerüstet dafür. So, da vorne kommt sie gerade, trifft Hannah beim Retreat. Meine ich mittlerweile die Möglichkeit, hier was anderes herzustellen? Nein, nicht unbedingt. Müssen wir aber auch gar nicht. Hauptsache, wir haben die Sachen gesammelt von hier. Und dann geht's wieder weiter. Hier sind wir. Die Brücke kennen wir ja. Die Brücke kennen wir ja. Warum ist denn die plötzlich ein orange, ein markiertes Gebiet? Oh, guck mal, eine Notiz. Aber ich würde sagen, die lesen wir lieber erstmal später. Von wem ist das denn? Von Hannah. Die lesen wir später durch. Sind wir schon hier? Kennen wir die Brücke nicht? Waren wir nicht schon mal hier bei der Brücke? Oder bin ich jetzt gerade komplett doof? Ach du Scheiße. Hör auf, dich verrückt zu machen, Hannah. Du musst dem Prozess vertrauen. Und ihm. Und zum Geodome geht's genau hier lang. Ich glaube eher nicht. Da gehe ich lieber erstmal da nach oben. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da nach unten gehen möchte. Ganz bestimmt nicht. Ich denke aber, uns wird keine andere Wahl bleiben.
Oder möglicherweise doch. Nanü, was ist denn da drüben für eine komische Grafiktextur? Noch was zum Lesen. Die Eingeweihten. Irene, großes Potenzial, flexibel. Jimmy ist Lorettas Mann, könnte Verdacht schüren gegen Edward ausspielen. Loretta ist Jimmys Frau, isoliert sie. Mit Pam oder vielleicht Gary zusammentun. Charlene ist verstört, aber harmlos. Dicky stellt zu viele Fragen, wurde zum Minendienst verlegt. Minendienst? What the fuck, wir sind ja auf einer Insel. Charles hat starkes Temperament, gewalttätig, Security, Ausbildung schnell abschließen. Jeannie ist einfältig und hat 3 private Sitzungen hinter sich. Pam ist nervig und hingebungsvoll. Küchen- und Moraldienst möglicherweise. Gary ist charmant, musikalisch begabt und Rekrutierungsaufgaben könnten bei ihm erweitert werden. Janet ist ausdauernd, klug und stark. 4 Wochen zum Einweisen, sonst beseitigen. Edward ist ehrgeizig. Ivy, League-Absolvent und potenzielle Gefahr. Gegen Jimmy ausspielen. Freddy hat wenig übrig, den können wir beseitigen. Ernest ist töricht, hat aber viele Beziehungen. Weiter Anreize geben? Vielleicht Charlene? Pam? Gary? Eieieiei, es wurde einer gegen den anderen ausgespielt. Na gut, dann lesen wir uns nochmal hier durch. Das Dokument von gerade eben, und zwar Hannas Formular. Die Formulare kennen wir ja, die haben wir ja ganz am Anfang schon gefunden von den anderen. Das von Hannah kennen wir aber noch nicht. Astral Light Spiritual Retreat, Fragebogen zur spirituellen Selbstreflexion. Der Name ist Hannah. Sind Sie bereit, am Programm teilzunehmen? Bereiter als jemals zuvor. Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme am Retreat? Gänzlich mit der Schönheit der Prismenwissenschaft unter fachkundiger Anleitung von Guru Tyler eins zu werden. Beschreiben Sie Ihren geistigen Zustand. Ich fühle mich, als wäre ich nahe dran. Als ob ich an der Schwelle stehe. Ich brauche nur jemanden, dem ich vertraue und der mir hilft, über diese Schwelle zu treten. Nur wenn ich ohne Zurückhaltung vertrauen und lieben kann, bin ich in der Lage, mich spirituell dem Kosmos hinzugeben. Ich glaube, das wird schon bald geschehen. Und wovor haben Sie am meisten Angst? Wie du weißt, habe ich Vertrauensprobleme und Angst vor Ablehnung. Zu viele Leute, die ich geliebt und denen ich vertraut habe, haben mir den Rücken zugekehrt und das macht mich nervös. Manchmal reagiere ich zu heftig auf Dinge, die nicht so ernst sind, aber ich bin jetzt stärker dank der Methoden, die ich gelernt habe. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ich trinke und rauche weniger in den letzten 6 Monaten. Ich würde es nicht als medizinisches Problem beschreiben, aber ich achte darauf. Okay, das war Hannas Formular. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir können da unten nicht einfach so vorbeigehen. Und vor allem, was ist denn das hier für eine schlecht aufgelöste Textur gerade? Bis Jariums Eintrag freigeschalten. Ach, jetzt lädt das gerade nach. Und ich glaube, das ist die fette Kröte, die wir da unten sitzen haben. Oh, Baldzucht ist definitiv nicht das Richtige. Nebelkröte, das ist die nämlich. Ein unbekannter Auslöser brachte die Eier der Nebelwürmer zum Schlüpfen. Sie haben den Körper und die vitalen Energien der Kröte gefressen, wodurch nur eine Leiche als Marionette übrig blieb, die ich Nebelkröte nenne. Die Würmer übernehmen die Rolle von Muskeln und Sehnen. Dann zehren sie die Leiche zu einem Ort, der sich sowohl für das Infizieren weiterer Wirte als auch das Kultivieren weiterer Prismen eignet. Okay, die Tipps zum Killen. Erhält zusätzlichen Schaden durch spirituelle Waffen, weiche in unterschiedliche Richtungen aus, um ihren kosmischen Strahlen zu entkommen, und sie vergisst dich wieder, wenn du nicht zu sehen bist. Ach du Scheiße, sie wird also durch irgendwelche Maden gesteuert. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, guck mal, wir würden hier sogar durchkommen. Cool. Können wir dem Ganzen entgehen? Wo ist sie denn jetzt? War ja gerade eben noch hier. Och nein, wir müssen hier erstmal Metallstücke sammeln, um da unten durchzukommen. Guck mal, das ist nämlich die Tür, die wir brauchen. Oh je, Mini. Ha! Da ist sie! Haben wir überhaupt spirituelle Waffen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob wir die jemals erledigen können. Und ich habe das Gefühl, egal wo wir hier hingehen... Schließe Kapitel 5 ab. Demaskiert. Na, guck mal einer an. Ich habe das Gefühl, egal wo wir hier hingehen, wir haben immer das Problem, dass wir der Kröte über den Weg laufen. Oh je. Okay, ich versuche jetzt einfach mal nur da drüben mich ein bisschen umzuschauen. Und vielleicht die Dinge mitzunehmen, die wir hier kriegen können. Wobei wir da drin überhaupt nichts kriegen können. Das ist nämlich alles noch übersät. Scheiße. Wir müssen die killen.
Es geht gar nicht anders. Wo geht's denn hier hin? Es geht gar nicht anders. Wir müssen das Viech killen. Ein weiteres Metallstück, aber ich glaube, das war's noch nicht, oder? Nee, da fehlt uns noch was. Und ich glaube, der letzte Teil ist genau da hinten. Scheiße, 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 scheiße. So, ich streue mal alles, was ich habe, gegen die. Das ist ja nicht so viel. So, weg, 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 weg. Wir drehen nämlich gleich durch. Ab geht's nach oben. Immerhin. Wir haben hier ein bisschen Schaden zufügen können. Das ist schon mal das Wichtigste, denke ich. Einen Speicherpunkt haben wir ja auch. Oh, was ist denn da noch drin? Oh, ein bisschen Lavendel. Nehme ich auch gerne mit. Gibt es vielleicht da hinten auch noch irgendwas Spannendes, was wir mitnehmen dürfen? Dornige Zweige. Sehr schön. Und das war's dann. Für da hinten brauchen wir schon... Was schlecht für mich ist. Bei ihm fühle ich mich gut. Da hinten brauchen wir schon das letzte Stück Prisma. Okay, okay, okay. Na gut. Das heißt, wir müssen jetzt alles einsetzen, was wir haben. Wir könnten noch einen von diesen Dornendingern herstellen. Vom Rest geht noch ein bisschen was. Und dann versuchen wir unser Glück. Wir müssen halt immer wieder nur hier ein bisschen warten. Ich setze mal alles ein, was wir hier haben, um da unten gegen das Vieh kämpfen zu können. Und dann schauen wir mal, dass wir es erledigen. Komm, einmal geht noch. Und dann würde ich gerne wieder nach oben gehen, denn wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie. Und bevor wir da unten durchdrehen, gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Huiuiuiui, unten Speicherpunkt. Ich vermute mal genau da hinten. Genau da hinten. Wird, glaube ich, das liegen, was wir brauchen. Genau da hinten. Der letzte Teil des Prismas. Beziehungsweise des Schlüssels, um die Tür da unten zu öffnen. Aber wir müssen erstmal die fette Kröte loswerden. Hallo, bleib stehen. Okay, wir müssen wieder nach oben. Wir haben schon wieder eine Panikattacke, aber immerhin, wir konnten dem wieder ein bisschen Schaden zufügen. Und wenn wir das hier noch ein paar Mal machen, denke ich, dass wir es schaffen sollten, dieses Viech zu töten. Ich werde mal meditieren. So. Wir können uns nichts mehr herstellen. Wir haben alles verpulvert, was wir haben. Wir müssen also mit dem jetzt klarkommen, was wir dabei haben. Nämlich nur noch dieses Feuerding. Spirituelle Waffen würden dem mehr Schaden machen. Aber wir haben nichts Spirituelles, blöderweise. Yeah.
fuck. Nein! Ach, da hat er uns tatsächlich noch erwischt. Na, ich hoffe, der Speicherpunkt da oben gilt gerade. Eieieiei, wir waren ja ein paar Mal da oben. Ich hoffe, das gilt. Ich glaube, das wird der letzte Boss werden. Wir haben ja sonst niemanden mehr. Das gilt definitiv nicht. Guck mal, der ganze andere Scheiß ist noch hier. Ja, so viel dazu. Hör auf, dich verrückt zu machen, Hannah. Du musst dem Prozess vertrauen. Und ihm. So viel dazu. Ich hoffe, das gilt. So viel dazu. Alles liegt hier wieder rum. Das ist zum Beispiel wieder eine Sache, die finde ich irrsinnig schade. Warum denn? Warum müssen wir jetzt alles hier nochmal sammeln? Wir haben es ja schon gelesen. Wir haben das bis... Hoppla. Das hat sich ja super gelohnt. Wir haben den Bestiariumseintrag schon gelesen. Wir kennen das alles ja schon. Warum kann man nicht einfach sagen, okay, hier gibt es jetzt einen Speicherpunkt. Und das passt jetzt. Warum muss man das alles hier doppelt und dreifach und weiß ich nicht, wie oft noch machen? Das verstehe ich nicht. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Verstehe ich nicht, was das bringt. Warum kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich habe diese Einträge gefunden und das war's. Jetzt kämpfe ich gegen das Vieh da unten, kann hier oben herkommen, kann speichern gehen, wenn ich möchte. Und fertig. Funktioniert nicht. Wir haben hier einen Teil des Prismas und jetzt geht's nach oben. Liebe Freunde, da muss ich wirklich zugeben, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel, warum das so gestaltet wurde. Ich weiß nicht warum. So. Na gut, dann pulvern wir mal alles rein, was wir haben. Ist ja eh nicht so viel. Ach, und jetzt bringt er uns auch noch um. Ach du Kacke. Also ich muss ernsthaft sagen, ich bin ein bisschen... Das Spiel an sich ist super. Das Spiel an sich ist super, aber diese Speicherpunktsetzung ist wirklich... Wir haben Salz, warum war das denn plötzlich hier? Diese Speicherpunktsetzung ist wirklich... ich habe keine Ahnung. Es ist sehr, 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 sehr schade. Guck mal, wir müssen jetzt hier wieder nach oben gehen und irgendwelche Dokumente finden, die wir schon dreimal gelesen haben. Einen Bestiariumseintrag über das Vieh, das wir seit 10 Minuten bekämpfen. Ich verstehe nicht, warum man nicht hier einen Speicherpunkt setzen kann. Wozu ist denn der Kristall hier? Das waren doch die Speicherpoints bis jetzt. Und wir müssen jedes Mal alles nochmal holen. Und das ist das, was ich wirklich schade finde. Das nimmt dich ein bisschen... Egal, ob er schlecht für mich ist. ...aus dem Spiel. Bei ihm fühle ich mich gut. Ja, ja. Das nimmt dich wirklich ein bisschen aus dem Spiel. Also ich kann das nur sagen. Das ist ein dicker Minuspunkt. Das Spiel ist super. Aber diese Speicherpunktsetzung ist für mich ein dicker, dicker Minuspunkt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich sehe das als dicken, dicken Minuspunkt. Dass man hier immer wieder die ganzen Sachen nochmal machen muss. Und gerade eben bei solchen Bossfights. Gerade eben hier. Könnte man ja theoretisch sagen, gerade da ist man ein bisschen großzügiger mit den Save Points. Damit man eben nicht das alles hier doppelt und dreifach machen muss. Und selbst wenn man alles nochmal machen muss, warum gibt es denn nicht genau hier einen Speicherpunkt? Damit man nicht alles wieder nochmal sammeln muss. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Logik dahinter nicht, aber sei es drum. Versuchen wir es nochmal. Wir können ja eh nichts anderes tun.
Wir können eh nichts anderes machen. So, ich gehe mal ganz kurz wieder da nach hinten. Wir haben noch nicht viel Leben verloren, zum Glück. Laden wir uns hier jetzt eigentlich wieder schnell auf? Naja, es geht so. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz die Meditation, damit wir uns wieder voll auffüllen können. Gibt es noch irgendwas, das wir herstellen können? Nee. Na gut. Dann bleibt's wohl an. Oh, Scheiße! Hat uns gerade aber sehr viel Schaden gemacht. Das hat uns gerade sehr viel Schaden gemacht. Guck mal. Viel Leben haben wir nicht mehr. So, ich gehe mal wieder rein. Wir gehen mal wieder auf Nummer sicher. Ich glaube, wenn uns das Vieh noch einmal trifft, sind wir K.O. Eieieiei. Und ich weiß auch nicht, ob das gut ist, wenn wir hier reingehen und ob es besser wäre, wir würden oben reingehen. Aber ich habe das Gefühl, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich stelle mir jetzt noch... Oh, wir können ja gar nichts mehr herstellen von dem Zeug da. Da fehlt uns anscheinend noch was. Irgendwo eine Ranke oder sowas. Na gut, keine Ahnung, wo die ist. So, ich gehe wieder. Uns fehlt noch irgendwo lustigerweise der Ranke. Wir haben bis jetzt immer noch eins herstellen können von dem Zeug, aber jetzt geht's nicht mehr. Haben wir wohl irgendwo die Ranke vergessen. Und siehste, das wäre zum Beispiel wieder was, wenn ich sagen könnte, ich gehe jetzt da nach oben und speichere dort einfach. Wir haben das Vieh ja eigentlich erledigt. Also, mehr oder weniger. Wir haben auf jeden Fall auf es drauf geprescht. Aber wir müssen dann all die Zutaten, all die Dokumente und so weiter und so fort, alles nochmal sammeln, wenn wir das jetzt erledigen würden hier. Oder wenn uns das erledigen würde, sagen wir mal so. Nein, das gibt's ja nicht, oder? Das gibt's ja nicht, ich bin doch ausgewichen. Und das ist es eben leider. Genau das ist es eben leider. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Dechant. Und dann versuchen wir es mal wieder, gegen das Monstrum hier irgendwie anzukommen, wie auch immer das funktionieren wird. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Bis dahin, tschüss!